Das bin ich, David. Ich bin Naturfilmer und Ökologe. Mehr als ein Jahr habe ich nutzungsfreie Wälder untersucht. Heute suche ich nach Käfern in Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung. Vom hohen Totholzanteil und alten Baumbestand in ungenutzten Wäldern profitiert auch der Balkenschröder, welchen ich hier mehrmals finde. In Deutschland kommen ca. 6800 Käferarten vor, von denen allein in Thüringen über 5000 Arten nachgewiesen wurden. Ein Anzeichen dafür, dass es an einem Standort über die letzten Jahrhunderte schon immer in irgendeiner Form Wald gab, sind die sogenannten Urwald-Reliktarten. Der Balkenschröder gehört zwar nicht zu diesen besonderen Käferarten, profitiert aber dennoch von Maßnahmen, welche auf diese Arten abzielen. Urwald-Reliktarten kommen lokal nur sehr begrenzt vor und leben meist in speziellen Habitaten. Ich möchte mehr über die vielen Käferarten erfahren, welche in den nutzungsfreien Wäldern vorkommen. Deshalb habe ich mich am Rande der Hohen Schrecke mit einem Käferexperten verabredet. Ich treffe hier Andreas Weigel, um mit ihm nach Hirschkäfern und weiteren Totholzkäfern zu suchen. Er ist Artexperte und besonders an Holzkäfern interessiert. An alten, sonnenbeschienenen Eichenstumpen sucht er nach Hirschkäfern. Das Kratzen dient dazu, um zu schauen, ob an der Basis des Totholzes Weibchen sitzen, welche Eier ablegen. Doch zu Beginn haben wir kein Glück, finden aber stattdessen verschiedene andere gefährdete Pflanzen- und Holzkäferarten. Bei der Suche komme ich mit Andreas Weigel ins Gespräch. Mich interessiert seine Meinung zur Stilllegung von Wäldern, insbesondere mit Blick auf die unzähligen Käferarten. Profitieren sie von der fehlenden Forstwirtschaft? Ja, wichtig ist, dass man auf alle Fälle ein paar Prozente der Wälder mal stilllegt, wo der Mensch keinen Einfluss nimmt. Das ist ja wichtig. 5%, gut über die Anzahl der, über die Höhe der Flächen, das kann man streiten. 5% ist schon mal ein guter Anfang, sage ich mal. Muss aber abwägen zwischen wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Interessen. Klar, mehr ist immer besser, weil das ist logisch. Aus Naturschutzgründen ist mehr immer besser. Schutz auf großer Fläche, ne? Wirtschaftsparzelle ist ja nicht gleich Monokultur unbedingt, ne? Es gibt ja auch eine extensive Bewirtschaftung, kann man ja auch machen, ne? Ich bin nicht dafür, dass die Wälder alle komplett aus der Bewirtschaftung genommen werden. Das wäre auch nicht Sinn und Zweck. So wirtschaftlich sinnlos als auch vielleicht vom Naturschutz, klar, Naturschutz, ein extensiver Wald hat auch einen hohen Naturschutzwert, sag ich mal, weil viele Strukturen entstehen ständig. Im Gegensatz zu einem intensiv bewirtschafteten Wald wäre also bereits eine extensive Waldbewirtschaftung ein Gewinn für viele Käferarten. So auch für den Sägebock, dessen Larve Andreas Weigel gefunden hat und mir zeigt. Die Larven des Sägebocks leben in Stumpen oder noch stehenden abgestorbenen Laubholzbäumen. Den ausgewachsenen Sägebock, welcher die zweitgrößte Bockkäferart ist, sehen wir kurz darauf auch noch. Wie viele andere Arten auch, sind Käfer aber nicht nur unmittelbar durch die Bewirtschaftungsform beeinflusst, sondern auch durch den menschengemachten Klimawandel. Diesen sieht auch Andreas Weigel als Katastrophe. Es werden viele wärmeliebende Arten werden gefördert, ist klar. Wir wandern von Süden ein, vom Mittelmeergegend. Wir haben auch viele Funde jetzt gemacht, die schon früher bei uns nicht vorgekommen sind in Thüringen, die jetzt vorkommen. Durch die Erwärmung, ne, weil die Winter milder sind und so weiter. Und da verbreiten sich halt diese wärmeliebenden Tiere aus, ist klar. Ne. Im Gegensatz zu anderen, die jetzt sag mal, nicht wärmeliebend sind, sogenannte Kaltstenotherme heißen die dann, ne, die werden dann sicher verschwinden, werden dann ins Gebirge ausweichen, aber bei uns ist ja irgendwann mal Schluss. Ne. Da werden die dann verschwinden oder sich nach Norden weiter zurückziehen, nach Nordeuropa. Das hat schon Auswirkungen, also ganz konkret, kann man auch schon nachweisen. Ne. Nach einem zunächst also erst einmal positiv scheinenden Effekt, durch das Einwandern wärmeliebender Arten, folgt dann das Absterben oder Abwandern der kälteliebenden Arten. Auch das Absterben ganzer Waldgebiete durch klimabedingte Schäden hat kurzfristig erst einmal einen positiven Effekt für viele Holzkäfer. Doch auch nur, wenn man das Totholz im Wald belässt. Und auch dann ist dieser Effekt nur von kurzer Dauer und führt auf längere Sicht zu einem Rückgang der Käferarten, da ganze Lebensräume auf lange Sicht mit dem Wald verschwinden. Nach meinem Treffen mit Andreas Weigel hatte mich dann so mein Ehrgeiz gepackt und ich habe weiter nach den Hirschkäfern gesucht und gesucht und tatsächlich habe ich dann noch Glück gehabt. Hirschkäfer sind die größten in Europa vorkommenden Käfer. Sie leben in Wäldern mit hohem Alt- und Totholzanteil. Dort findet man sie vor allem an alten Eichen, an sonnigen und trockenen Standorten. Besonders eindrucksvoll ist das Geweih der Männchen, welches eigentlich der Oberkiefer, auch Mandibeln genannt, der Käfer ist. Damit nehmen sie allerdings keine Nahrung auf, sondern nutzen diese für die Rivalenkämpfe gegen andere Männchen und zum Festhalten des Weibchens bei der Paarung. Dieses Hirschkäfermännchen hat sich auf den Weg hoch hinaus in eine Eiche gemacht. Zum Reifen ihrer Keimzellen
brauchen sowohl Männchen als auch Weibchen Baumsaft, welcher bestimmte Pilze enthält. Unterkiefer und Oberlippe sind zur Aufnahme dieser Säfte besonders ausgebildet. Man erkennt sie an der gelben Färbung im Kopfbereich des Käfers. Hirschkäferweibchen sind meist kleiner als die Männchen. Mit Sexuallockstoffen, also Pheromonen, locken sie die Männchen an, um sich mit ihnen zu verpaaren. Die Larven des Hirschkäfers leben 6 bis 8 Jahre im Boden, bevor sie sich zum Käfer entwickeln. Dieser schlüpft Anfang Mai und lebt dann nur wenige Wochen, um sich zu paaren und Eier abzulegen. Dieses Weibchen ist vermutlich schon stark geschwächt und wird nun von Ameisen angegriffen. Habt ihr schon mal einen Hirschkäfer gesehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich zum Beispiel über PayPal unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald. Tschüss.